haben wir hier mal ein HP ab. Und X-Angriff. Dann machen wir das HP ab gleich mal nutzen für Magneton. Jetzt ist es auch richtig gewesen. Und du müsstest ein weiter. Ne, ist doch kein Rocket Bruder. Na, ich dachte, es wäre ein Rocket Bruder. Ich habe mich vertan. Schande über mich. Oh, nice, es gibt Critical C. Uncool. Das war uncool. Weißt du echt, das reicht. Immer Confused Ray. Jetzt stirbt mein Snobilikat gleich. Doch nicht. Yo, Queen. Hugo. Dann machen wir einfach mal Surfer. Jo, wir sehen, wie es runtergeht. Nido Queen ist kein Problem. Cloyster, ja, das ist auch kein Problem mehr. Gegen Austos haben wir doch jetzt unser Magneton. Was ordentlichen Damage macht, ihr habt es gesehen. Es macht ordentlich Damage. So, ich heile mein Snobilikat jetzt erstmal nicht mehr. Ich tausche das jetzt mal gegen Omot aus. Dann soll Omot ein bisschen trainiert werden, weil ich ja auch dieses Viech höher haben will. Oh, guten Tag. Wer sind Sie denn? Ein Rocketbruder. Na, herzlich willkommen. Das ist blöd. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Das würde wohl eher für den Tod sorgen, wenn ich mein Omot gegen Knogger mit seinen Bohnenattacken kämpfen lassen würde. Omot gegen Omot ist auch Quatsch, Dodri. Drillpack! Muss das wehtun, wenn so ein Dodri auch den Borschnabel auf einen einsetzt, ey. Au, au, au. Oh, meiner. TM3. Wer weiß von euch, was es ist? Genau, es ist. Diesmal ist es auch wirklich Schwerttanz. Verdammt. Keiner kann Schwerttanz lernen bei mir, das ist ja kacke. Ach, das finde ich uncool. Ich möchte Schwerttanz haben. Aber Schwerttanz ist voll geil. Autsch. Das Ding kann natürlich Slash, ne? Mal ein Hyper Potion eben drauf. So, gut, danke. Ja, du hast jetzt das Problem, du hast das ganze Gift auf dir drauf, Sandama, ne? Das tut jetzt richtig weh. Könnt sogar killen jetzt. Ah, schade. Danke. Ihr seht schon wieder ein Critical Hit. Und Omot rafft es fast hin. Nido King, da bleiben wir mal drin. Stunspore. Das Ding kriegt natürlich sein Poison Sting hin und wir erstmal Psychokinese. Oh, Mist. Das war knapp. Gott sei Dank. Hat Omot das noch hingekriegt? Ah, uncool, ey. Omot ist schwierig. Omot ist ein schwieriger Fall, muss man echt sagen. Weil, wir können mal eben gucken. Für die, die es nicht wissen. Omot ist verteidigungstechnisch halt nicht wirklich auf der Höhe. Und physische Attacken kannst du auch knicken. Eigentlich kannst du Omot komplett knicken. Naja, gut. Wir trainieren es trotzdem. La. Ja, natürlich wieder ein tolles gegnerisches Poke. Ride on. hau ihm mal einer drauf. Oh, er hat Heuler gemacht. Jetzt Heulerangst. Ja, Thunder Wave. Ist ja kann er nix. Er kann, glaube ich, Donnershock, Thunder Wave, Heuler und dann ist gut. Golduck. Langsam. Langsam. Ey. Jetzt Donner ein! Na, dankeschön. Es war mir eine Ehre. Alakazam. Simsala muss ich mir keine Sorgen mehr haben. Dodri mit Drillpack. Dodri ist deutlich schneller. Drillpack ist eine physische Attacke. Kann Simsala nur one-hitten. Ist zero problemo. Und Arcani, Leute. Ihr könnt mir jetzt wirklich mal, wenn ihr das hier seht, dann schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Das ist doch mal ein Team Rocket, wie man sich das vorstellt. Ey, wir klauen starke Pokémon und machen sie zu unseren Sklaven. Sowas sind coole Pokes. Simsala, Arcani, Nidoking, hast du nicht gesehen.
Und nicht sowas Lächerliches wie ich will stark wie Clown starke Pokémon. Ich habe einen Radfratz und zwei Zubat. Oh. Ich mach mir ins Höschen, ja. Ey, da sollte ich tauschen. Der kann wahrscheinlich a Drillpack. Exakt. Ja, das war ja wohl klar. Mack. Mack ist auch cool. Aber man muss auch sagen, Ibitak ist total cooles Pokémon. Bei Ibitak kann es mir auch echt... da kann es mir auch nichts vormachen. Ne. Ibitak ist so eins von meinen All-Time-Favorites und den, da kenne ich mich auch drauf aus. Und jetzt. Jetzt stall ich mal einen Chanera aus. Das wollte ich immer schon mal machen. Alter, habt ihr das gesehen, wie viel Leech-Slei? Oh Gott, oh Gott, jetzt abzieht. Du kannst ruhig Sing machen, das stört mich nicht im geringsten. Ich wollte jetzt mal eine Stunts. Akrier. Alter, das Gift muss so viel abgezogen haben. Blastoise, okay. Magnet. Oh, ouch. Magnet. So, dankeschön. Auf diesen Sieg, da habe ich mir, glaube ich, etwas zu trinken verdient. Ich habe hier noch etwas stehen. Ich muss gleich mal gucken. Ich will jetzt erstmal so weit vorankommen, dass ich bei der Trolla bin, wo ich übernachten kann. Das ist ein Lipton-Eis, den habe ich schon mal gehabt. Aber das steht drauf Sparkling. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass Sparkling bedeutet, dass der mit Kohlensäure ist. Eistee mit Kohlensäure ist für mich Neuland. Sag ich ganz ehrlich, das habe ich noch nicht gehabt. Aber man sollte doch mal was probiert haben. Bisschen was Unterschiedliches, ne? Nicht mal das Gleiche. Ah ja, Eistee, Pfirsich oder sowas. Richtig geil. Es geht nichts. Es geht nichts über Eistee. Pfirsich. Er kommt, außer Kaktusfarbe kommt ganz nah dran. Aber Eistee, Pfirsich ist trotzdem das Beste, was du am Eistee trinken kannst. Da kann mir keiner erzählen, oh, aber das und das schmeckt geiler als Eistee. Nein, das ist eine Lüge. Als die Zitrone oder sowas. Nein, das ist eine Lüge. Es gibt nichts Besseres als Eistee Pfirsich. Punkt. So. Wobei wir jetzt wieder einschließlich sagen müssen, was den Eistee betrifft. Was Allgemeingetränke angeht, da nehmen wir was anderes. Aber egal. Scheiße, das funktioniert ja gar nicht. Oh, gute Nacht. Dodri, mach. Dodri! Jetzt wird jetzt ein Kopf verwirrt. Jetzt müssen die anderen beiden angreifen können. Rein logisch. Rein logisch. So, hier ist nichts mehr. Gut, dann gehen wir in die nächste Etage. Ah, wo ist die Frau? Ich will mich ausruhen. Jetzt habe ich dich getauscht. Jetzt ist mein Pendels Omot auch noch erstes. Egal. Tentacruel. Das sieht auch krass aus. Ah, erstmal verschränkt. So, du kannst mir gar nichts. Doch, ich zeige es dir. Madonna! So ein Scheiß, es geht daneben. Madonna Schock! Oh ja, du siehst. Du hast keine Schock. Verdammt. Erstmal vergiftet. Okay. Das mag ich nicht, Mama. Das ist uncool. Ich finde das nicht lustig. Schaut euch meine Brüder. Ja, dann geht's hier voll ab, ey. Boah, das Ding wert, ey. Rhydon. Das ist so eine Abwechslung hier. Man kann nicht immer nur mit man kann wohl. Aber man kann endlich mal mit Sinn hier gegen Team Rocket Pokémon switchen. Sonst gehst du hier durch und trainierst immer das gleiche und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Rhydon mal nach vorne. Etc. pp. Jetzt hast du wirklich mal was, jetzt kannst du mal tauschen und dann hast du auch die Möglichkeit und dann bringt das auch was. Und warum waren die Türen verschlossen? Man weiß es nicht. Ah, hier ist die Heilerin. Das ist der dritte Rocket-Bruder. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich glaube, ich finde nie den vierten. Oder ich finde ihn und vergesse ihn zu erwähnen.
Hypno. Hau mal Stärke hier. Jawohl, Critical und weg. Kabutops, da wären wir auch drin. Da können wir mal ein Dick machen. Haha! Easy! Okay, wir sind bei der Heilerin und den nehmen wir noch eben mit, den da oben. Dann haben wir die Ebene nämlich auch gleich direkt fertig und können uns um den Rest kümmern hier. Können wir direkt eine Etage höher klettern. Strength. Los, Ride on, setze Strength ein. Strength. Muck. Muckefuck? Nein. Nein. Oder? Nein. Nein, nein. Muck. Und nein, ich drehe das Wort Muck jetzt nicht um. Hahaha, um euch da den Witz mal eben zu klauen. Falls den schon mal einer gebracht hat, dann bin ich der Dieb. Dann tut es mir leid. In diesem Let's Play. Aber glaube ich, habe ich das erste Mal diesen Gig. diesen humorvollen, diese humorvolle Anekdote gebracht. Egal. Es geht um etwas Wichtigeres. Wir wollen uns heilen. Gab's hier nicht mal irgendwo? Alles klar. Danke. Take a nap. So, jetzt will ich mal ganz kurz aber eben hier schauen. Das ist das hier, ist hier. Lipton Sparkling Iced Tea. Breus. Ach, das ist mit Bra. Oh Gott, oh Gott. Und ich platze das jetzt nicht. Alles in Deckung. Ich krieg den Verschluss nicht auf. Ich muss ja ein bisschen wach bleiben, ne? Will ja wieder ein bisschen länger aufnehmen heute. Verschiedene Let's Plays. Oder brauche ich jede Möglichkeit, die mich wach hält? Oh Gott, das ist Zitrone. Nein, das ist Zitrone-Eistee. Auf euch, meine Zuschauer. Prost. Ich stoß mal an. So. Oh mein Gott, der ist wirklich mit Kohlensäure. Hey, yeah. Hühneknubbel. Lecker. Der geht eigentlich. Ja, Zitrone, ne? Schmeckt's halt raus. Naja. Pilzspore. Besser als gar nichts. Der kann ja auch schon Schlitzer, stimmt. Der haut ganz schön rein, wa? Und mein Snoopy kehrt gleich um. Gloom. Ach, bleib mal drin. Hat er doch geschafft, ey. Ja, durch Flinch. Finde ich gut. Dafür hast du dir auch Heilung verdient, aber durch eine... wo ist er? Hyper Potion. Dann habe ich wieder einen Platz mehr im Inventar. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O und Bingo, was ein Name. So, und hier ist, glaube ich, schon... Oh, hier ist bald Ende. Hier kommen nämlich schon Erdbeben. Willkommen im 10. Geschoss, du Kacknapp. Aha, ein Simsalala. Das war jetzt nicht so herausfordernd. Karbosch. Rare Candy und Tier 26. Karboss. Dugong, du darfst auch mal was kriegen. Bisschen für Speed sorgen. Erdbeben. So, wer kann ein Erdbeben von meinen Freunden? Nur Rhydon. Okay. Rock Slide kann weg. Dafür, dass er Erdbeben lernen kann, ich bitte euch. Dick behalte ich. Das gibt mir die Möglichkeit, ein bisschen strategischer zu arbeiten und. Aber Rockslide, ja, entweder kann er das oder er kann es nicht, ne? Ich meine, das ist ja wirklich so eine Grenzattacke, die man nicht unbedingt braucht. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich mir das Lipton-Eistee geholt habe. Mach halt Donnerschock, wenn es dir beliebt. Ja, auch weg. So geil Gyarados ist, so lächerlich, lächerlich ist er gegen Elektroattacken. Butterfree,
Ja, ich muss auch mal wieder mein Snobelikat reinbringen. Ja, Snobelikat soll verflixt nochmal Schlitzer lernen. Nicht verwirrt sein, dann machen wir Payday, dann gibt es wenigstens ein bisschen Knete. Ein Arbok. Right on. Können wir gleich mal Erdbeben testen, ne? Ja, machen wir. Puff. Zack. Aber für alle, die diesen Hack auch gerne spielen möchten oder was, ich empfehle euch wirklich, Rezeros Rihorn am Anfang zu fangen. Auf der ersten Route? Auf der ersten Route, oder? Freut euch.